Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute Verstärkung durch den Nick bekommen und der Nick hat sich den Prototype Tobacco Bitcoin geholt, den man angeblich nach 3 Minuten Umrühren nach dem Selbstanfeuchten sofort rauchen kann. Wir wollen das Ganze auf jeden Fall heute für euch testen. Sollte euch das gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, da sind wir wieder mit dem Prototype Tobacco Bitcoin. Solltet ihr das Ganze bestellen wollen, müsst ihr das am besten über die Website machen. Da geht ihr drauf und bestellt euch den Tabak. Ihr kauft euch 80 Gramm Tabak für 6 Euro und dann noch für 3,99 Euro 120 Milliliter ein Molasse Instant Mix. Ich denke mal, das ist ganz normale Molasse. Ich weiß nicht, ob da was Besonderes dran ist. Auf jeden Fall sieht es wie normale Molasse aus. Es ist übrigens auch neutrale Molasse. Da haben wir uns relativ gewundert beim Aufmachen, weil wir dachten halt, okay, die Aromastoffe sind in der Molasse. Aber es macht ja auch wirklich mehr Sinn, nur eine Molassenart herstellen zu müssen und die Aromen direkt mit in die Tabakdose zu packen. Ja, also kriegt ihr dann für nur 9,99 Euro 200 Gramm fertigen Tabak. Und angeblich soll das Ganze nach nur 3 Minuten Umrühren schon fertig sein. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt mal für euch testen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und zeigen euch, wie man das Ganze zubereitet. Ja, so. Paar Schritte zur Zubereitung. Wir fangen an und haben als Tipp bekommen, dass wir die Molasse zum Anfang erstmal wärmen sollten, da sie eventuell schon Transport abgekühlt ist und sich eventuell Klümpchen in dem Behälter gebildet haben könnten. Daher haben wir ein bisschen Wasser aufgesetzt, das Wasser ein bisschen erhitzt und die Molasse etwas da drin schwimmen lassen, so 1 bis 2 Minuten ungefähr, dass auch ja alle Klümpchen abgelöst sind. Beim Schritt Nummer 2 gehen wir dann hin und schütteln den Molassebehälter ordentlich durch, dass auch ja alles schön vermischt ist. Also richtig schön gründlich durchschütteln, auch so 1 bis 2 Minütchen lang. Und ja, dann geht es auch quasi schon ans Zusammenmischen. Ihr öffnet einfach die Tabakdose, entfernt die Schutzfolie und öffnet die Molassebehälter und kippt einfach alles, was in dem Behälter drin ist, zu dem Tabak dazu. Als kleinen Tipp, ihr könnt noch den Deckel nehmen und die Molassedose einfach oben auf den Deckel draufstellen, so läuft auch wirklich noch der letzte Rest aus der Dose raus und könnt ihn auch noch zum Tabak dazuschütten und dann ganz normal einfach 3 Minuten lang kreuz und quer umrühren, hoch, runter, alles mögliche, dass auch ja alles wunderbar schön vermischt ist. Wenn ihr das Ganze dann 3 Minuten lang umgerührt habt, seid ihr theoretisch schon ready, laut dem Prototyp-Tobacco-Kollegen, das Ganze zu rauchen. Deswegen schnappen wir uns den Werkbund Spott und packen da mal den Tabak rein. Die Molasse ist wirklich erstaunlich gut aufgenommen. Also ihr habt noch einen kleinen Molassefilm unten in der Dose, aber es sieht wirklich schon relativ gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass es nach 3 Minuten so gut aussieht, muss ich wirklich sagen. Es ist relativ dunkler Tabak, die Tabakqualität gefällt mir aber an sich ganz gut. Ihr habt relativ wenig Ästchen drin, der Schnitt passt auf jeden Fall auch, hat sich auf jeden Fall sehr entspannt im Werkbund Sport bauen lassen. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, der Nick schnuppert mal an der Dose und ihr guckt euch mal bei mir die Rauchentwicklung an. Ich bin gespannt, ihr habt es ja eben schon nebenbei gesehen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz okay, dafür, dass das Zeug halt echt nur ein paar Minuten eingezogen hat. Ja, aber wie gesagt, der Tabak soll nach diesen NIM2-Bonbons Zitrone schmecken oder grundsätzlich auch Zitronenbonbon. Und mehr als eine Zitrone rieche ich hier auch nicht. Also ist einfach auch schon eine sehr starke Note. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann lass mich mal dran riechen. Also er riecht auf jeden Fall extrem intensiv. Ich finde ihn, also die Zitrone ist nicht wirklich mega natürlich, finde ich jetzt. Es riecht für mich sehr, sehr stark nach diesen Zitronen-Husten-Bonbons. Eher auf der süßen Seite, aber es hat auf jeden Fall so diese typische säuerliche Zitronennote dabei. Er hat noch einen relativ komischen Beigeruch, vor allem so im Abgang. Also am Anfang riecht er wirklich nur Zitrone und dann kommt aber noch so ein komischer Beigeruch, den ich nicht so wirklich benennen kann. Er ist irgendwie so leicht scharf, es riecht leicht heumäßig, aber nur ganz minimal. Ich würde es fast als noch Grundtabaknote interpretieren, aber es riecht nicht so wie diese typische Grundtabaknote, die ihr so riecht. Aber die Zitronennote mit diesen Zitronenbonbons gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Und
bevor wir das Zeug angemischt hatten und die Dose einfach nur offen hier stand, dachte ich so, alter Schwede, wenn der so schmecken wird, wie er riecht, wird das brutal. Aber ich muss sagen, er riecht jetzt, wo die Molasse dran ist, schon wieder anders, als es nur mit den Aromen war. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir gleich zum Geschmack zu berichten haben. Aber Geruch ist auf jeden Fall gut. Leckere Zitrone, eher so Richtung Zitronenbonbons, aber mit so einem leicht komischen Beigeruch. Ja, vom Geschmack her, ich habe schon gesagt, Zitrone. Er riecht stärker, als er schmeckt, finde ich. Also vom Geschmack her finde ich es nicht, dass er so krass nach dieser Zitrone schmeckt, wie er halt riecht. Aber wir haben auch festgestellt, dass er so nach und nach beim Ziehen sich immer so ein bisschen geschmacklich verändert, ne? Ja, also er hat oft, wenn man den Schlauch abgegeben hat, der andere hat ein bisschen geraucht und man kriegt den Schlauch zurück und man zieht dran, hat man wieder gedacht so, hä? Wo kommen auf einmal diese Noten her, die ich auf einmal rieche? Also war auf jeden Fall relativ komisch. Ich finde ihn geschmacklich auf jeden Fall deutlich schlechter, als die Aromen am Anfang gerochen haben. Ich war sowieso sehr, sehr skeptisch, ob das Ganze nach 3 Minuten schon funktionieren kann. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal den Test in 2 Wochen oder so. Mhm. Gucken mal, wie der da schmeckt und riecht und so weiter und wie das Ganze dann noch eingezogen ist. Ich glaube, da werden wir euch aber in Instagram updaten. Also folgt uns auf jeden Fall beiden auf Instagram. Das wäre übrigens auch der Punkt, wo du dein Instagram einmal promoten kannst. Ja, das wäre die shisha.click.koblenz. Verlinken wir euch natürlich auch unten, beziehungsweise seht ihr auch relativ häufig, dass wir irgendwelche Bilder zusammen machen. Ja, aber geschmacklich bin ich auf jeden Fall jetzt, nach den nur 3 Minuten Umrühren, ein bisschen enttäuscht. Ich hätte es mir auf jeden Fall viel, viel krasser vorgestellt, weil er am Anfang wirklich so lecker gerochen hat. Geschmacklich, um das nochmal so ein bisschen zu beschreiben, ihr habt eine Zitronennote, die aber auf einmal sehr, sehr komisch schmeckt. Also man kann das relativ schwer beschreiben, was da so an Geschmäckern noch dabei ist. Es ist eine Grundtabaknote am Start, die ihr auf jeden Fall schmeckt. Ihr habt wieder diese komische Note dabei, die ja heumäßig schmeckt. Also ihr habt wirklich so ein, wie so ein scharfes Heu. Also, kann man schwer beschreiben, ja. Aber er lässt sich nicht super angenehm rauchen direkt am Anfang. Also es geht klar und es ist nicht schlimm. Aber man merkt halt, dass es doch noch so ein bisschen, also man merkt so ein leichtes Kribbeln in der Lunge. Auf jeden Fall nicht super entspannt rauchbar. Was ich aber auch wieder darauf schieben würde, dass er halt nur 3 Minuten eingezogen ist und ich denke, das Ding wird nach einer Woche oder 2 bestimmt noch deutlich besser laufen. Wie gesagt, da ein kleines Update dann auf Instagram. Aber geschmacklich bin ich auf jeden Fall eher enttäuscht, aber auch nur, weil der Geruch am Anfang so brutal gut war. Also der Geschmack ist immer noch okay, aber mehr im Moment nicht. Ihr könntet euch das Ganze auch für 14,90 € schon fertig zubereitet kaufen. Also wer nicht warten möchte oder das selbst anmischen will, könnte ein paar Euro mehr ausgeben und das Ganze schon fertig bekommen. Wobei ich 50% mehr Kosten für das bisschen Anmischen schon relativ heftig finde. Aber das soll jedem selbst überlassen, für was er sich da entscheidet. Ja Leute, unsere Sternebewertung würde ich erstmal noch aufschieben. Ich glaube, das kommt dann auch eher mit dem Instagram-Post online. Ich denke, das ist noch relativ schlecht beurteilbar, wie das Ganze jetzt wirklich schmecken wird, wenn das wirklich mal ordentlich durchgezogen ist. Deswegen erstmal keine Sternebewertung, aber vielleicht so ein kleines Fazit zu dem Anmischen und dem Prinzip hinter Prototype. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass man die Möglichkeit bekommt, sau viel Geld zu sparen, wenn man das Ganze selbst anmischt. Also 200 Gramm fertiger Tabak für 9,99 € ist schon einfach eine heftige Ansage. Und ich bin sehr gespannt, wie das in ein paar Wochen schmecken wird. Und wenn das in den paar Wochen wirklich taugt, das Zeug, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr geile Alternative, um ordentlich Geld zu sparen. Das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Leute, wenn ihr schon mal was vom Prototype probiert habt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen waren, welche Sorten ihr hattet oder welche Sorten ihr empfehlen könnt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.